Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zum Daddy Club. Heute melden wir uns mit einem Daddy Club im Team, was, ja, wie soll ich sagen, Geschichte schreiben wird, einen Meilenstein setzen wird in der YouTube-Geschichte, denn wir haben die 750.000 Abonnenten-Marke geknackt. Ja, ihr da draußen habt viel weniger Abonnenten und dürft gerne neidisch sein. So toll wie wir sind, das ist unerreichbar und bleibt unerreicht. Dementsprechend dachten wir uns, wir machen ein Daddy Club Intim darüber, ein Video-Special, wie geil wir eigentlich sind. Yeah! Und ja, so können wir das nicht anfangen, glaube ich, oder? Also ich meine, ja, wir haben 750 Abonnenten geknackt und dementsprechend dachten wir uns schon vor einer ganzen Weile, hey, wir machen ein Video-Special dazu. Ich habe es jetzt erst geschnitten, dementsprechend kommt es jetzt erst auch. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Ihr seid toll, bleibt so, wie ihr seid und wir sehen uns dann nach dem Ganzen hier auf der Endcard. Bis dann. Was ist dein Daddy Club Moment, den es auf Video gibt? Den es auf Video gibt? Also das schönste, der schönste Daddy Club Moment ist natürlich, wie Martin mich auf den Baum wirft für Hawks. Das war so wunderschön. Ich habe geweint vor Freude. Na, kleiner Tim, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Papa, Papa, wenn ich groß bin, möchte ich Kampfpilot werden, wie bei Hawks. Oh, schön. Papa, Papa, ich möchte fliegen. Mach's nochmal. Na los, komm. Hallo, komischer Mann hinterm Busch. Könnten Sie uns kurz behilflich sein? Na klar, kein Problem. Wo soll ich ihn denn anfassen? An den Armen und an den Beinen. Na gut. 1, 2, 3! Papa! Papa, Papa, wo bist du? Wo bist du, Papa? Ah! Papa, kannst du mich bitte wieder runterholen? Aber Hawks ist cool! Martin, dich habe ich hier jetzt gerade erwischt im schönsten Outfit des Jahrzehnts. Was ist denn dein schönster Daddy Club Moment? Mein schönster Daddy Club Moment? Ja, für unsere 500 Abonnenten da draußen. Ja, würde ich jetzt sagen, ist der Dreh von Botanicula gewesen. Also quasi der Einspieler. Der Einspieler, das gelacht über Botanicula. Abgefahren, okay, cool. Hast du sonst noch was an die Abonnenten zu richten? Ja, ihr seid total toll und euretwegen muss ich mir sowas antun hier. Tschüss und Tino? Tino? Also ich sehe ihn jetzt nicht, wollen wir schnell aufklären, gucken, wo Tino ist? Ich gehe ins Wohnzimmer. Ich küche. Tino? Wer bist du denn? Was ist braun, lang und wächst an einem Baum und ist ein Stock? Ein Stock? Nein, es ist ein Stock! Tim, hier ist ein Verrückter in der Küche. Tim! Tim, 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 ja? Tim! Wer bist du denn? Ich gebe dir ein Rätsel auf. Es ist leicht und hat eine Farbe. Was? Richtig, eine Feder. Genau. Tino? Was hast du mit Tino gemacht? Ich stelle dir ein Rätsel. Es ist rund, braun und klingt wie Speichel. Meinst du eine Eichel? Frügtest du mich an einem Montag, so würde ich sagen ja. Frügtest du mich an einem Dienstag, so sägte ich nein. Jungs. Habt ihr gerade so einen total verrückten Typen gesehen? Mit Flöte und so? Das glaubst du mir nicht, was da war. Wo ist Tino jetzt mit eigentlich? Ich hab ihn keine Ahnung. Was ist das? Wenn ihr Tino retten wollt, dann kommt mit in die Welt von Botanicula! Können wir gleich mal den Prinz auf
of Persia den Batty fragen, was dein prägendster Moment im Dattel Club war, in Videoform. In Videoform. Ich fand den Commander Keen immer am geilsten. Ist ein Ding gemacht? Wahnsinn. Oder zocken oder nicht? Ich hab's gezockt eine Stunde, bin aber kläglich gescheitert. Mann, wie los hier? Immer. Weiß Commander Keen? Weiß nicht, könnte sein. Lass mal hingehen. Hey, da ist so Commander Keen? Hey. Ich bin nicht Commander Keen. Was denn jetzt? Ja, ist ja gut. Entspann dich. Ganz ruhig, okay, ganz ruhig. Komm, lass. Du, Digga, warte mal. Du hast doch deine Cola noch bei. Ich wette, das ist Commander Keen. Ich habe nämlich noch einen Schokoriegel in der Tasche. Lass mal nochmal hingehen, ihm das anbieten. Und wenn er ausrastet, auf jeden Fall, wenn er ausrastet, ist das. Der kann nicht widerstehen. Lass mal nochmal hingehen. Sorry, ist gerade bestimmt ein bisschen scheiße gelaufen. Wir wollten uns nur entschuldigen. Wir haben nämlich für dich Cola und einen Schokoriegel. Oh Gott, ich bin alles reich. Ich bin Commander Keen. Wirklich. Ich war so erfolgreich. Bis du mein Wolfenstein-Karneval vergessen hast. So, Tino, jetzt wollte ich auch dich fragen, was war denn dein prägendster Moment, dein schönster Moment im Daddel Club? Es gibt keinen. Doch, der prägendste Moment im Daddel Club, meine lieben 500 Abonnenten, war, dass Tim dieses Kleid anzieht und für immer und ewig meine Freundin entehrt hat damit. Aber davon abgesehen, unser 100-Abo-Special fand ich super. Unsere Dankesrede damals an Rainer Schauder. Hier nochmal an dich, Rainer. Danke. Danke. Danke! 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 Okay, Martin, ich zieh's raus, ja? Ja, mach! Ja. Oh, danke! Ja, hallo, der Daddel Club hier, schönen guten Tag. Ja, ich wollte gerne Pizza Fungi bestellen. Ja? Ja, alles klar. Danke! Danke. Danke. Oh. Oh, komm, ich hab die Hunde. Oh, danke. Danke. Tschüss. Gesundheit. Danke. Soll dich einleiten? Oh, ja, danke. Oh. Warte, hör auf. Warte. Oh, danke. Ja, bitte, Salz. Hey, Basti. Hey, ne? Wie geht's dir? Hast du den Daddel Club schon abonniert? Nee, ne? Spaß. Danke. Danke. Bring mich hoch, Scotty. Danke. Wie eine helle Sonne. Ah! Danke. Bitte. Danke. Die Geiselnahme wurde friedlich beendet. Ich gebe ab zu Tim. Danke. Tschüss, Will, danke. Mein Gott, Tino hatte keine Lust mehr auf die Endcard, ihr alten Kackbratzen. Also beruhigt euch wieder und genießt die Stimme eurer Herrin Svetlana. Oben links könnt ihr dem absolut mega geilen Podcast zu Battlefield 4 von den Jungs Gehör schenken. Macht ihr das nicht, so lasse ich euch enthaupten, falls ihr eher auf Shooter à la Call of Duty steht.
kommt ihr oben rechts zu der grandiosen Preview zu Titanen voll vom männlichsten Mann im Daddelclub. Hier lässt Martin nicht nur die Brusthaare spielen, sondern beweist, dass er dem Amt des Truxes vom Daddelclub tonwürdig ist. Wenn ihr wissen wollt, wer gern seinen Schwengel schüttelt, schaut doch einfach bei Santa Mateo und dem schönen Mädchen von Let's Game Deep vorbei. Tino schuldet den beiden noch ein heißes Flirtgewitter-Video. Ich wünsche euch viel Spaß und wenn ihr schon hier seid, schaut auf unserer Facebook, Twitter, Instagram und YouPorn-Seite vorbei. Eure Herren sucht noch Statisten für ihr nächstes Video. Also bewerbt euch unter herrensvetlene@pilmelsintoll.com und huldigt dem Daddelclub. Bis dann, ihr Knechte in ewiger Liebe, eure Svetlana.